Liebe Gäste, herzlich willkommen zum ersten Online-Gespräch anlässlich der Ausstellung im Vitra Design Museum Deutsches Design 1949 bis 1989. Zwei Länder, eine Geschichte. Wir haben zwei wunderbare Gäste hier heute bei uns. Das ist die Regisseurin Elrun Götte und der Journalist und Buchautor Christoph Arment. Und mit beiden wollen wir heute über die Ausstellung und die Themen sprechen. Herzlich willkommen, Elrun und Christoph. Hallo. Hallo. Die Ausstellung, um die es geht und in deren Rahmen wir die heutige Veranstaltung machen, befasst sich zum ersten Mal mit der deutsch-deutschen Designgeschichte der Nachkriegszeit. Das heißt, was wir machen werden in der Ausstellung ist, wir stellen das Design der DDR und der BRD gegenüber, vergleichen es und betrachten die Zeit zwischen 1949 und 89 nicht als eine Zeit, in der es zwei getrennte Designgeschichten gab, sondern in der wir eine gemeinsame Geschichte zum ersten Mal erzählen wollen. Und wir haben Elrun Götte und Christoph Arment eingeladen, weil sie beide sich künstlerisch, publizistisch mit der Frage der deutschen Identität, auch des Designs, auseinandergesetzt haben. Ich möchte beide ganz kurz vorstellen. Elrun Götte ist geboren und aufgewachsen im Osten Berlins, verließ nach der 10. Klasse die Schule, jobbte kurz vor der Wende als Model und studierte dann doch Regie an der Filmhochschule Babelsberg, hat zahlreiche Filme produziert, die unter anderem mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurden, unterrichtet heute auch an der Filmhochschule Babelsberg und momentan arbeitet sie an einem Film über die Modeszene in der DDR. Der Film hat den Titel In einem Land, das es nicht mehr gibt. Ich weiß gar nicht, ob das der Arbeitstitel oder der endgültige Titel ist. Nee, das wird der Arbeitstitel, weil er so ein bisschen rückwärts gewandt ist und wir ja eigentlich in die Zukunft gucken wollen mit dem Film, überraschenderweise. Deswegen sind wir auf der Suche nach einem schönen Titel. Also wenn euch was einfällt, herzlich willkommen. Wir brauchen einen neuen Titel. Vielleicht ergibt sich aus dem Gespräch eine Idee. Christoph Arment, Journalist und Buchautor, war zuerst beim Magazin Jetzt, dann beim Tagesspiegel. Seit 2007 hat er die Redaktion des Zeitmagazins geleitet. Jetzt ist er dort Editorial Director, ist auch Gastgeber des potenziell unendlichen Podcasts Alles ist gesagt und hat 2019 ein Buch veröffentlicht, das heißt Wie geht es dir, Deutschland? Voilà. Und das Buch ist sozusagen eine Bestandsaufnahme oder ein Stimmungsbild, so habe ich es gelesen, des heutigen Deutschlands. Er hat verschiedene Gespräche geführt mit Personen aus unterschiedlichsten Bereichen und hat sich mit ihnen darüber unterhalten, wie sie heute auf Deutschland schauen. Und ich möchte kurz mit dir, Elrun, beginnen. Und der Film handelt von der Modeszene in der DDR. Und das an sich ist ja schon mal ein Überraschungsmoment. Und ich glaube auch von dir nicht ganz ungewollt. Denn Mode ist vielleicht nicht das Erste, woran man denkt, wenn man an die DDR denkt. Wie kam die Idee zu dem Film und welches Bild der Modeszene vermittelt er? Also die Idee trage ich schon sehr lange mit mir rum und zwar vor allem aus dem Grund, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich meinen Brüdern und Schwestern aus der Bundesrepublik über dieses Land, was es nicht mehr gibt, erzählt habe, dann war häufig die Schablone stärker als die Realität. Und manchmal musste ich mir Gehör verschaffen, um gegen diese Schablone anzureden und zu sagen, ich bin eine Fachfrau, ich komme von da, habe doch Interesse an meiner Perspektive. Also wenn dann so wiederholten Mal die Frage kam, was, du kannst Englisch oder du sprichst auch Französisch, wie kann das sein? Ihr hattet doch gar kein Französisch. So. Und ich übertreibe nicht, ich habe aber gelernt, damit zu leben und irgendwann entstand so diese Idee, wenn ich von diesen Geschichten erzählt habe, die ich erlebt habe, darüber einen Film zu machen. Und dann war das eine sehr, sehr lange Reise, weil in der Tat am Anfang ich gemerkt habe, dass die Leute die Geschichten zwar spannend finden, aber wenn sie an Mode, Frauen und DDR gedacht haben, immer zuerst das Bild von Zonengabi und ihrer ersten Banane aufpoppte und die sich dann so 90 Minuten Frauen in Mini-Pli und hässlichen Kleidungen vorgestellt haben, woraufhin wir dann angefangen haben, ein Lookbook zu machen, was einfach zeigt, wie die Bilder waren, wie die Fotografie war. Und das war fast sowas wie ein Durchbruch.
um vor allem unseren Partnern auch deutlich zu machen, welche Perspektive auf dieses Land sie noch nicht kennen. Und vielleicht das noch dazu gesagt, was ich toll finde, Matteo, an eurer Idee und an eurer Ausstellung, weshalb ich mich auch freue, neben dem Umstand, dass ich mich mit Christoph Arment unterhalten kann, ist die Augenhöhe, die ihr in eurem Ansatz wählt. Also, dass ihr, das war wirklich eine echte persönliche Freude zu sagen, okay, das ist wie so ein Schritt, habe ich das Gefühl, dass dass sozusagen beide Welten gleichberechtigt nebeneinander gestellt werden. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Wie ist denn die autobiografische Perspektive, die da einfließt? Also du warst ja selber tätig in dieser Welt. Was davon wolltest du da reinbringen? Also wichtig war mir, ich musste ja in der 10. Klasse die Schule verlassen aus politischen Gründen und stand dann so ein bisschen ratlos vor meinem Leben, weil ich ursprünglich Planungsfacharbeiterin werden sollte. Das ist so Fräserin und dann Glück hatte, dass ich Krankenschwester lernen durfte. Und dann auch eine tolle Zeit hatte. Also ich war in der Psychiatrie und hatte da mit den Ärzten und Pflegern und Pflegerinnen eine tolle Beziehung, durfte da verrückte Sachen machen. Und habe dann irgendwie, bin dann entdeckt worden als Model, angesprochen worden auf der Straße und bin dann in diese Welt eingetaucht. Und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation auch meiner Hauptfigur, die eben von der Schule fliegt und Zerspanungsfacharbeiterin werden muss. Und dann im Kabelwerk Oberspree landet und plötzlich in diese Welt der Mode eintaucht. Und was sie dort findet, ist eine Art zu leben und eine Art Freiheit zu empfinden. Und natürlich verliebt sie sich und natürlich schafft sie es dann auch aus diesem Betrieb, dieser Fabrik heraus. Aber das hat einen Preis. Und das ist das, was mir wichtig ist an dem Film, eben nicht nur ein Guckkasten bis gestern, sondern auch eine Geschichte darüber zu erzählen, wie wollen wir eigentlich leben? Was ist eigentlich Freiheit? Was ist eigentlich Heimat? Wie war denn diese Welt? Erzähl doch mal ein bisschen konkreter. Also wie liefen Modenschauen ab? Wer kaufte die Kollektionen ein? Wie wurden die publiziert? Das System der Mode ist ja immer ein ganzes System, was vom Entwurf bis zum Laden und dann bis zu den Trägern, Trägerinnen Eigenheiten hat. Wie kannst du das beschreiben aus der früheren DDR? Also vielleicht fange ich mal mit den Sibylle-Shootings an, die immer sehr lustig waren, weil man meistens irgendwie mit irgendeinem Verband vollgestopft mit irgendwelchem Zeug irgendwo auf einem Feld oder mitten in der Stadt hielt. Und da gibt es auch ganz schöne Fotos so von vorne und von hinten. Also man sieht von vorne die schönen Frauen und von hinten, dass das alles teilweise so zusammengehalten, zusammengekniffen. Wir haben irgendwie uns mitten auf der Straße an und ausgezogen. Wir haben Es war irgendwie eher so eine, ja, so Fotografieren mit Freunden. Also man hat sein eigenes Zeug mitgebracht, man hat sich zum Teil selber geschminkt oder gar nicht und so sah das dann aus. Und die Fotografen und Fotografinnen, die haben, was ich toll fand damals, sich eigentlich nicht wirklich für die Mode interessiert, sondern vielmehr für die Frauen. Also jeder hat so sein Frauenbild gehabt. Also da gibt es Fotografinnen wie Sibylle Bergemann oder Ute Mahler, und die haben dann so ein Frauenbild in diesen Fotos kreiert, wo man dann selber als diejenige, die fotografiert war, drauf guckte und dachte, ja, so wäre ich auch gern. Ganz bekanntes Foto von Ute Mahler und die junge Frau, die fotografiert wurde, hieß Julia und 9 Monate nach Erscheinen dieses Fotos gab es ganz viele Julias und Post an die Redaktion, dass sie ihre Kinder Julia genannt haben und das macht so ein bisschen deutlich, was Modefotografie war und entstanden ist das häufig mit ganz viel Improvisation. Und die Shows vielleicht dazu noch, also ich bin für Exquisit gelaufen, es war eben diese besondere, tolle Designfirma, kann man das nicht nennen, das war VHB, also die haben sozusagen Mode für die anspruchsvollere Frau im Sinne von langlebig, hieß das damals, ja, es waren tolle Materialien, sehr modern und wir haben dann in Leipzig die vorgeführt zur Messe und dann auch vor internationalen Käufern und so weiter und das war ja, wie war das? Großer Spaß eigentlich jedes Mal. Also es war ein Spiel auch mit den Vorurteilen und wir hatten natürlich also immer die gleichen Geschichten, so nach dem Motto, ach, es gibt auch schöne Frauen im Osten und so.
Und wir haben halt viel drüber gelacht, wir haben das alles nicht so ernst genommen. Also es war eine der doch sehr wichtigen Zeiten in meinem Leben. Das heißt, da kamen Einkäufer aus unterschiedlichen Ländern, die Kollektionen wurden auch international verkauft. Also ich habe gelernt jetzt in der Recherche, dass die Kollektionen im Wesentlichen im Osten blieben, aber wir hatten trotzdem, daran kann ich mich erinnern, das nannte sich NSW, nicht Sozialistische Währungseinheit. Und das war dann sehr lustig, wir wurden dann eingeschlossen und konnten also nur über den Steg mit den Käufern kommunizieren. Und ich kann mich an eine Sache erinnern, wir mussten dann aber doch so ein Get-Together machen, durften aber den Steg nicht verlassen. Das heißt, wir standen nach dem Steg, die anderen standen alle da unten und dann gab es so ein Weißwurstessen und dann hielten die immer die Weißwurst so hoch. Und wir guckten auf diese runter und fanden das irgendwie absurd und haben uns aber auch amüsiert über unsere Brüder und Schwestern aus dem Westen, dass die das so exotisch fanden. So läuft es halt. So, und also wir haben doch viel nicht so ernst genommen. Wir haben, das war, ich erinnere mich an eine spielerische Zeit und vielleicht so viel noch, als die Mauer fiel, dann hatte ich kein Interesse mehr daran. Also das wurde dann ein ernsthafter Job und es hatte eben natürlich im Osten immer auch so ein bisschen Rebellion, sehr viel Sexappeal. Man kam in jede Party rein, alle kannten einen. Man ging die Straße lang, wurde nach Autogrammen gefragt, fühlte sich wie ein Popstar. Also ja. Es war eine spannende, schöne Zeit. Ja, Wahnsinn. Du hast gerade das Stichwort gegeben, nach der Wende hatte ich das nicht mehr so interessiert. Christoph, du bist wahrscheinlich Ende der 90er Jahre nach Berlin gekommen, nehme ich an, zum Tagesspiegel. Ne? Ja. Und hast du von dieser DDR-Designkultur, Modelandschaft oder auch Kunstlandschaft etwas erlebt? War das etwas, was du wahrgenommen hast in den ersten Jahren, als du nach Berlin kamst? Das war ja die Zeit, ich kam auch um diese Zeit ungefähr nach Berlin und heute sagen wir alle, da war noch viel mehr von diesem Geist des Aufbruchs oder von diesen Subkulturen vorhanden. Wie hast du das erlebt? Ja, also Aufbruch war natürlich, ich meine, Berlin ist ja sozusagen, wird ja nie fertig, oder? Wie ist dieses Zitat, Berlin wird? Also ich lebe jetzt seit über 20 Jahren in Berlin und immer wenn man denkt, jetzt ist gerade zu Ende entwickelt, dreht man sich um und geht um die Ecke und man merkt, es geht schon wieder ganz anders weiter, was ja auch ganz schön ist. Also von der Modeszene, ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich von der Modeszene, die Ende der 80er Jahre in der DDR existiert hat, sehr viel mitbekommen habe, Ende der 90er Jahre. Und ich glaube, das liegt auch natürlich daran, ich habe die Fotografen natürlich kennengelernt, die Fotografinnen und Fotografen, denn die haben ja auch weiter sehr erfolgreich gearbeitet. Aber ich bin deshalb auch so fasziniert von der Geschichte, die Elrun jetzt gerade erzählt hat, weil ich glaube ja, Ende der 80er Jahre war natürlich die Modewelt insgesamt, also auch außerhalb der DDR, überhaupt noch nicht so durchkommerzialisiert, wie sie heute ist. Ja. Also, es ist so interessant, wenn man über Vergangenheit redet, weil redest du sozusagen jetzt in dem Fall, du redest einmal über ein Land, das es nicht mehr gibt, du redest natürlich aber auch über eine Zeit, die es nicht mehr gibt. Stimmt, ja. Und das ist eben interessant, weil natürlich Mode in den 80er Jahren im Westen, zwar, da gab es natürlich eine Modeszene in Paris und so weiter, aber es gab überhaupt nicht diesen Hype, der heute da ist. Also die Modefirmen waren keine Milliardenkonzerne, sondern man darf ja nicht vergessen, dass Gianni Versace seine allererste Modenschau in Lippstadt in Westfalen gemacht hat, 1977 oder 78, weil er eingeladen worden ist von einem Düsseldorfer Modehändler, der gesagt hat, ich mache hier im Bürgeramt in der Stadthalle in Lippstadt mache ich eine Modenschau, komm doch du mal hierher. Also das war natürlich alles viel amateurhafter und vermutlich sind die Unterschiede, es gibt dann Unterschiede, aber die Unterschiede sind wahrscheinlich gar nicht so fundamental. Es ist sozusagen unser Blick darauf, der vermutet, dass die Unterschiede so fundamental sind. Denn ich sage jetzt mal, also dieses, was du jetzt erzählt hast, Elrun, du läufst auf der Straße, wirst angesprochen und als Model entdeckt. Das ist ja im Grunde genommen dieselbe Modelgeschichte, die alle Models erzählen, dass sie irgendwo auf der Straße laufen und entdeckt werden. Also dieser Moment ist ja der gleiche. Und ich wollte dich auch noch fragen, weil ich natürlich sozusagen mich immer so für Momente interessiere, was du eigentlich gedacht hast in dem Moment, als du damit, ich weiß nicht, als Teenager irgendwo, ich weiß gar nicht, Prenzlauer Berg oder Friedrichshain oder wo auch immer, angesprochen worden bist. Wie war das eigentlich genau, dieser Moment?
Also es gab zwei Momente. Einmal sprach mich ein Fotograf in der S-Bahn an und das habe ich überhaupt nicht kommentiert. Da bin ich einfach weitergegangen, weil ich dachte, was für ein cheesy Typ. Und dann wurde ich auf dem Alexanderplatz in der Tat von der damaligen Chefin von, ich weiß gar nicht, war die damals Exquisite oder Sibylle, ich weiß es nicht. Und sie fragte mich, kommst du aus dem Osten oder kommst du aus dem Westen? Interessant. Und das fand ich so eine unverschämte Frage, dass ich gesagt habe, es geht sie gar nichts an und bin weitergelaufen. Und dann hat sie mir eine Frage gegeben. Also man kann unfair erkennen, ich hatte damals auch ein nicht geringes Selbstbewusstsein. Ich habe viel mit Ute Mahler fotografiert und die hat immer gesagt, nicht lächeln. Ja, wir haben nie gelächelt und irgendwann hat uns das auch Spaß gemacht, weil es war immer, also ihr Bild war die ernsthafte, selbstbewusste, schöne, gelassene Frau. Und das hat sie immer wieder inszeniert. Und das hat sich aber nach dem Fall der Mauer nicht mehr funktioniert. Ja, es ist interessant, weil es hat sich weiterentwickelt. Ich meine, Ute Mahler ist ja heute gilt heute als eine der großen Fotografinnen in Deutschland. Aber natürlich ist sie bekannt heute für Dokumentarfotografie. Also ihre berühmten Arbeiten wie Vorstadtprinzessinnen, die natürlich sich und man merkt das, wenn man es weiß, spürt man es bei den Bildern, finde ich, dass sie aus einer klaren, auch einer Modeästhetik auch heraus entstanden sind. Und ich vermute mal auch, die Frauen geprägt hat, die sie fotografiert hat, oder? Wie war das für dich? Ja, genau, jetzt stellst du wieder alle Fragen. Ja. Ich bin Journalist, ich kann nicht anders Das als. ist wunderbar. Also, ich würde es fast umgekehrt sagen. Also, ihre Art, die Mode anzuschauen, ist geprägt durch die Art, wie sie die Menschen anschaut. Also, Ute ist interessiert an Menschen. Und das ist ja auch das Großartige, wo ich immer wieder staune bis heute. Ich stehe neben ihr, sie macht ein Foto und ich frage mich, wie das geht. Also, das hat eine Magie, ich weiß auch nicht, das ist einfach Kunst. Die ist eine Künstlerin und die Art, wie sie die Welt betrachtet, ist interessant und eben vor allem die Menschen. Aber hat denn für dich, jetzt bin ich dran, hat denn für dich Mode als Mensch, spielt das für dich eine Rolle? Also bist du, wie ist denn dein Verhältnis zur Mode? Ich spiele überhaupt keine Rolle. Das ist ja die klassische Antwort. Ich interessiere mich überhaupt nicht dafür. Nee, ich fand, also mich hat es immer schon interessiert. Als Teenager ging es immer schon um die Auswahl der richtigen Turnschuhe. Und ich weiß auch noch, dass ich als Kind, so als 12-Jähriger, 13-Jähriger, unbedingt Kängurus-Turnschuhe haben wollte. Und dann bin ich mit meiner Mutter in den Laden und dann kosteten die einen 80 Mark und die anderen kosteten 100. Meine Mutter ist stilsicher auf die allerteuersten, die für 120 Mark gegangen. Und dann habe ich gesagt, die sind aber viel zu teuer. Und dann hat meine Mutter gesagt, erzähl es Papa nicht. Das sind so westdeutsche 80er Jahre Kindheitserfahrung. Also für mich hat Mode oder Stil immer eine große Rolle gespielt, eigentlich über Popkultur, weil ich ganz früh so ein Hip-Hop-Fan wurde, so mit 13, 14, so Mitte, Ende der 80er, als Hip-Hop so ein bisschen bekannter wurde oder größer wurde, sagen wir mal. Und dann spielten natürlich sofort die Fragen, welche Turnschuhe tragen, also welche Sneaker, das sagt man heute natürlich, tragen die, welche Bomberjacken, was ist das für eine Jacke, wo kommt jetzt der Style her und so. Und also über Popkultur habe ich dann eben auch sehr schnell über Zugang über die Zeitschriften, über die ID und The Face, dann auch in die Modewelt bekommen. Und Das ist das hat interessant. natürlich beruflich, also bei der Arbeit beim Zeitmagazin zum Beispiel, aber auch in anderen Bereichen natürlich auch sehr stark mit dem Thema. Ja, also ihr seid ja da doch auch sehr, das ist sehr Understatement, was du da sagst. Ihr seid sehr einflussreich und auch teilweise stilbildend. Aber es ist interessant, was du beschreibst aus der späten Bundesrepublik, die Entdeckung der Hip-Hop-Kultur, der ersten Sneaker. Also das waren eine sehr starke amerikanische Einflüsse und irgendwie war es ja auch eine Revolte gegen andere ästhetische Bilder der Bundesrepublik. Und du beschreibst ja in deinem Buch auch bestimmte Welten, die für die Bundesrepublik standen. Entscheidend ist ja dieses Kapitel mit deinem Besuch bei Dieter Rams, ne? Wo du ihn in Kronberg im Taunus besuchst. Und dort eine Welt kennenlernst, die dir, glaube ich, sehr vertraut war, oder? Kannst du das beschreiben? Ja, das war eigentlich eine der überraschendsten, weil auch nicht geplanten Erfahrungen, die dann ins Buch eingeflossen sind. Ich war eigentlich mit zwei Kollegen bei Dieter Rams verabredet, um mit ihm darüber zu sprechen, ob er etwas für das Zeitmagazin gestalten könnte. Und ich war auf dem Weg zu einem anderen Termin nach Bochum, um Herbert Grönemeyer zu treffen, auch für das Buch. Und das war eigentlich nur so ein Zwischenstopp.
in Kronberg im Taunus. Und man muss dazu sagen, Kronberg im Taunus ist ja eine der reichsten Städte in Deutschland. Also das ist auch so eine ganz, so wie Starnberg, nur in Hessen, kann man so sagen, glaube ich. Und wir kamen also da an der Adresse an diesem Bungalow und wurden also freundlich empfangen und gingen in das Büro von Dieter Rams, saßen da mit ihm, mit dieser Designlegende, der ja sehr schüchtern ist und ja auch so einen südhessischen Dialekt, so einen ganz kleinen Akzent spricht, also es ist dann irgendwie so sehr weich, wie er dann so da redet. Und während wir uns mit ihm dann über seine Designwelt und Ansichten unterhalten haben, habe ich so zwischen den rausgeguckt und schaute durch die Glasscheiben, die Fenster, die bis auf den Boden runtergelassen waren, in seinen Garten raus und hatte plötzlich so ein Déjà-vu, weil ich dachte, das sieht ja aus wie bei uns zu Hause. Also natürlich sieht es bei uns zu Hause, also mein Elternhaus, nicht ganz so da rahmsartig aus, aber eben von der Ästhetik bin ich auch in einem Haus aufgewachsen, das meine Eltern in den 70er Jahren haben bauen lassen, einem befreundeten Architekten, wo eben auch diese Glasschiebetüren gab, die nach hinten in den Garten rausgingen. Und das war eigentlich immer die Idee, dass man eben zwischendrin und draußen gar keinen Unterschied merkte. Im Sommer, also sozusagen wir Kinder immer rein und rausgelaufen sind. Und plötzlich habe ich gedacht, ich bin hier in so einer Varianz von meiner eigenen Kindheit, sitze ich hier gerade. Und als wir dann das Gespräch mit Dieter Rams, der hat uns dann auch den Garten gezeigt und wie japanisch schön das alles eingerichtet ist. Und als wir dann rauskamen aus dem Termin, habe ich meine Mutter angerufen und habe sie gefragt, sag mal, das Haus, was ihr damals, also mein Elternhaus, was ihr gebaut habt, was war eigentlich die Idee? Also, dass ihr das mit diesen Glasscheiben und dass das alles so offen war. Und dann sagt sie, ja, wir wollten in einer möglichst offenen Welt leben. Und das war ja die Idee, dass wir gesagt haben, wir müssen uns öffnen und es darf alles nicht so abgeschlossen sein. Aber könntest du sagen, wie dieses Aufwachsen in dieser Architektur dich geprägt hat? Also kannst du das festmachen an der Architektur? Etwas, was du mitgenommen hast? Also ich glaube sozusagen, dass es eben, die Räume waren eben groß, dafür gab es wenige. Also man konnte sich eben sehr frei als Kind, mein Bruder und ich haben uns immer dieses Haus, diesen Bungalow, also ich hoffe, dass das meine Eltern nicht hören. Ja. Aber wir haben natürlich stundenlang heimlich Fußball gespielt, wenn unsere Eltern nicht zu Hause waren. Was dann auch gut ging, weil es war halt alles so offen. Ja. Das ist eben so ein Bungalowbau. Und haben das eine oder andere auch mit den Tennisbällen dann kaputt geschossen. Papa, bitte verzeih mir. Und aber vor allem war es eben sozusagen, dass es eben zwischen dem Garten oder zwischen der Straße und dem Haus eigentlich im Grunde genommen gar keine riesen Abtrennung gab, sondern wir konnten uns halt raus und rein bewegen. Diese Art von Verbundenheit mit dem draußen und drin, wahrscheinlich hat mich das schon geprägt. Also mich erinnert das auch sehr an meine eigene Jugend, wie ich aufgewachsen bin. Ich glaube, da verbinden sich ja Dinge, ne? Dieser deutsche Traum vom Eigenheim in der Nachkriegszeit, Wiederaufbau. Gleichzeitig spiegelt sich ja auch in diesem Bungalow, den du dort beschreibst, auch ein amerikanischer Einfluss wieder. Ne? Diese Idee der offenen Architektur, der Case Study Houses. Also man sieht ja auch dort so Elemente sehr unterschiedlicher Herkunft, die sich dann verbanden in diesen Idealen der Bundesrepublik. Und dann der Aufbruch in den späten 80er, 90er Jahren in das, was du als Popkultur bezeichnet hast. Ja, ich meine, Dieter Rams ist ja selber, also in Frankfurt hat er seine Jugend oder seine jungen Erwachsenenjahre ja auch in Frankfurt verbracht, also in einer der GI-Hauptstädte, wo er die US Army ja sehr präsent war. Also auch noch in meiner Kindheit gab es wirklich noch bei uns im Wald, also der wirklich nur ein paar hundert Meter entfernt war, haben in meiner Kindheit noch amerikanische Soldaten Übungen gemacht in den 80ern. Und wir konnten von unserem Garten aus, weil das klingt jetzt so sehr idyllisch mit dem Bungalow, ich erinnere mich auch eben, dass wir im Garten von uns aus auf die Kaserne in Kirchgöns schauen konnten, die Ayers-Kaserne, die eine der größten amerikanischen Kasernen war in Mitteleuropa. Also eine ganz frühe Kindheitserinnerung ist auch, dass ich da so stehe mit Erwachsenen und die Erwachsenen sagen, habt ihr das auch gelesen? Also wenn der Krieg beginnt, dann wird die Ayers-Kaserne ist eines der Top 3 Ziele in Deutschland. Also das war schon auch, also der Kalte Krieg existierte da schon auch noch. Also es war zwar alles so ein bisschen surreal, aber es existierte und war da und man konnte auch diese Kaserne konnte man sehen. Und Dieter Rams selber
ist ja in den 50er Jahren in Jazzclubs nach Frankfurt, in Jazzclubs ausgegangen, die damals ja alle neu gegründet wurden in seiner Jugend und wurde ja auch sehr stark von der amerikanischen Kultur geprägt. Also es ist genau wie du sagst, es ist eben nicht nur, was heute manchmal auch behauptet wird, es ist einfach nur eine Weiterentwicklung, einfach nur, aber eine Weiterentwicklung von Bauhaus war. Bauhaus war natürlich ein großer Einfluss, aber es war die amerikanische Alltagskultur, war sicher genauso stark. Aber hat dich die Präsenz des Kalten Krieges, hast du die in Erinnerung? Hat die dich oder wie war die für dich präsent? Naja, also es ist die Selbstverständlichkeit von, wie man heute sagen würde, einer Besatzungsarmee. Die haben wir jetzt nicht als Besatzer empfunden, also zumindest ich kann mich nicht daran erinnern, aber natürlich hatten die, also die amerikanischen Soldaten, die sehr präsent waren noch in den 80er Jahren, die hatten Autos mit anderen Kennzeichen. Also das war auch ganz klar im Alltag zu sehen, nicht nur so hinter irgendwelchen Kasernenmauern. Allerdings war natürlich das alles auch andererseits popkulturell ganz positiv besetzt. Also dank der GIs kam man plötzlich an Turnschuhe ran, also von Pony und Nike, die es in Deutschland gar nicht zu kaufen gab. Und es gab ja auch dann so von der amerikanischen Armee organisierte Tourneen. Also ich glaube, Run-DMC zum Beispiel haben ihre allererste Deutschland-Tournee nicht in den offiziellen Hallen gehabt, sondern in den Kasernen. Also so wie Marlene Dietrich ja auch für die amerikanischen Soldaten gesungen hat und andere amerikanische Sängerinnen im Krieg, war das dann später auch noch so, dass natürlich Rapper auch teilweise dann eingeladen wurden und dann traten die dann auch in Frankfurt im Funkadelic noch auf. Ja. Also diese Vermischung von cooler amerikanischer Alltagskultur und der amerikanischen Armee, das konnte man als Kind natürlich nicht trennen, das hat man einfach selbstverständlich angenommen. Elrun, Christoph beschreibt hier eigentlich dieses Nebeneinander von diesem Leben in der Bundesrepublik, was, glaube ich, viele auch etwas spießig empfunden haben. Und also Christoph beschreibt eher die coole Variante im Bungalow. In der Ausstellung haben wir eine Fotoserie von Herlinde Kölbel, das deutsche Wohnzimmer. Da sieht man die Hirschgeweihe und all das andere, ne? was es auch in den deutschen, westdeutschen Wohnzimmern gab. Und dann auf der anderen Seite der Einfluss aus der großen, weiten Welt. Du hast ja in deinem Film, beschreibst du eigentlich diese unerwartete Glamour-Welt in der DDR. Und ich nehme an, das war ja auch bei euch so eine Art Gegenbild zu einer Realität, die ihr auch als einengend empfunden habt, was ja auch normal ist in dem Alter, in dem du damals warst. Was war denn diese andere Welt, diese normalere Welt, aus der man eigentlich dann heraus wollte in diese Modewelt? Wie war die bei euch in der DDR? Was ich das Spannende nach wie vor am Osten finde, auch in der Rückschau, ist, dass immer nicht so war, wie es schien. Also man kam in ein vollkommen runtergekommenes Haus und plötzlich machte man die Tür auf und dahinter entstand eine unfassbare Wohnung. Dann hatten Leute einfach Wohnungen zusammengelegt, Löcher in Wände gehackt und da drinnen, und man war so und dachte, wie sieht denn das hier aus? So, oder ich weiß noch, bei einem Freund, der hatte dann einen Billardtisch mit echten Elfenbeinkugeln da zu stehen. Und dann haben wir da, die sind nie geklaut worden. Also es wurde viel geklaut, aber die gab es, die sind geblieben. Oder auch Platz. Ja, also wir hatten, das Haus meiner Eltern war riesengroß und das Grundstück war riesig groß. Und alle hatten riesengroße Häuser und riesengroße Grundstücke, die alle mit Efeu und Rosen bewachsen waren, weil alles so abblätterte. Und dann sah man das nicht so. Und das erinnere ich wahnsinnig schön, ja, also so oder Trauerweiden, die bis sonst wohin, Gartenstühle, die vergammelten, in denen man zusammenbrach, aber trotzdem irgendwie die Nacht im Freien verbrachte oder so, ja, also, und das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, also ich hatte das nicht so, da wegzuwollen aufgrund einer Enge, so wie du das beschrieben hast, Christoph, oder auch du, Matteo, sondern eher so dieses, okay, woanders ist spannender im Sinne von das Berlin. Man will da dabei sein und so. Würdest du denn sagen, jetzt kommt wieder so eine Journalistenfrage, aber mich interessiert sie, weil wir so sehr stark über diese Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er reden, dass diese frühen 90er Jahre für dich so eine Zeit auch von Freiheit noch waren? Ja. Also ich frag's deshalb, weil also der Andreas Mühe, der Fotograf, hat mir mal erzählt, der war, glaube ich, 15, als die Mauer gefallen ist, so ungefähr. Und der hat mir beschrieben, dieses Ost-Berlin, oder dann das
vor allem das Ostberlin, Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre für junge Leute ja. als einen großen Spielplatz, ja. der einfach vollkommen unbespielt war. Man konnte eigentlich sich austoben. Ich meine, es ist auch kein Zufall, dass die Techno-Szene natürlich da sich so ausgebreitet hat, weil es so viele leere Häuser und Räume und Hallen gab. Also für mich war es eine Zeit von großer Ambivalenz, weil ich habe dann auch vor dem Fall der Mauer Theater gemacht und habe mich da in Altenburg rumgetrieben am Theater, habe Bühnenbild und Kostümbild entworfen. Und interessanterweise war nach dem Fall der Mauer vieles vorbei. Also wir haben damals so politische Stücke, keine Ahnung, Moschek, die Polizei, einer bespitzelt den anderen, haben wir aufgeführt. Oder ein Theaterstück, wo sich am Ende die gesamte Parteikreisleitung auf der Bühne erschossen hat. Und es lief nicht lange, also das war dann irgendwie so, es wurde dann, aber wir haben es gemacht, ja, wir haben Coltess aufgeführt und so. Und das war alles, da war vieles vorbei. Oder ich erinnere mich daran, dass ich damals Sozialhilfe beantragt habe, weil ich mein Abitur eben machen wollte. Und keine bekam und dann in der häuslichen Krankenpflege gearbeitet habe, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann in diese, was ich wahnsinnig toll fand, plötzlich in die Hinterzimmer der Bundesrepublik reingekommen bin. Also A, hatte ich Westgeld und B, bin ich zu der alten Oma mit dem Nazi-Enkel gekommen und habe plötzlich im Wedding oder weiß der Kuckuck wo, da hatte ich so eine Welt aufgetan. Ja? Und ich habe die Bundesrepublik ganz anders, ich bin ganz anders da reingekommen, ja. Und gleichzeitig fand ich diesen unfassbaren Run auf den Kommerz teilweise richtig schmerzhaft. Also so, ich fand auch Kaufhäuser schmerzhaft. Ich war vollkommen überfordert ich habe so als Attacke empfunden. Ich konnte am Ende überhaupt, wusste ich gar nicht mehr, was ich kaufen soll, weil es viel zu viel war. Und das habe ich... Ich konnte es nicht wirklich einordnen. Ich habe nur gemerkt, dass wofür wir eingetreten sind. Also ich war ja auch auf den Montagsdemonstrationen in Leipzig. Das war was anderes als das, was jetzt uns überrollt. Und deswegen habe ich die 90er als ambivalent wahrgenommen. Also irgendwie toll, aufregend. Als ich Mitte der 90er Jahre, ich kann mich erinnern, 94, in Berlin plötzlich ausgegangen bin, das war natürlich Wahnsinn, weil das war eine Art von Ausgeben, die du aus Deutschland eigentlich nicht kanntest. Mhm. Also ich meine, heute würde man immer von illegalen Partys reden. Damals war ja alles illegal. Also überhaupt nur illegale Partys. Und das war natürlich schon ein großes Gefühl von Freiheit, das man plötzlich in Berlin hatte. Also wenn man so ein paar Jahre zurückblendet, wenn ich an meine Jugend davor der Mauerfall denke, hat Berlin kulturell für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Also das war kein Bezugspunkt, das war maximal auf der Wetterkarte in der Tagesschau dieser komische rechte Kreis oben rechts, wo ich meine Eltern immer gefragt habe, was ist das eigentlich? Ja, das gehört auch zu uns, dieses Festival. Also das spielte wirklich für mich überhaupt keine Rolle. Die kulturellen Bezugspunkte waren definitiv New York und London. Dass sich das dann innerhalb der 90er Jahre so schnell angefangen hat zu ändern, ist eigentlich schon interessant. Also, weil das war, also ja, das passierte ja sehr schnell. Mich würde interessieren, wie hast du denn, also als Journalist hast du natürlich das beste Alibi der Welt für all deine Neugier. Du kannst ja überall hin und kannst sozusagen, aber was ist denn das, wie hast du dir denn den Osten so erobert? Also sicherlich über das Buch, aber welchen Teil des Ostens kennst du? Was interessiert dich da? Wie siehst du das? Na, ich habe einer meiner besten Freunde, der ist aus Ostberlin. Also der ist Anfang der 80er Jahre geboren und mit dem unterhalte ich mich eben natürlich zum Beispiel sehr viel. Also immer schon und bin eben auch total neugierig, weil sozusagen, ich finde ja besonders dann die alltäglich erlebten Geschichten. Also ich habe mich natürlich politisch dafür interessiert. Ich habe Porträts geschrieben von berühmten Ostdeutschen, also wie von berühmten Westdeutschen. Das heißt, man hat dann schon natürlich einen, sagen wir mal, einen privilegierten Einblick, weil du dich als Journalist natürlich plötzlich beschäftigen kannst mit, sagen wir mal, der Familie Biski. Oder auch popkulturell mit Bands und DJs und Schauspielerinnen und Schauspieler, die in der DDR oder im Osten aufgewachsen sind. Also Nora Tschirner zum Beispiel, die ja auch dann nochmal eine eigene Geschichte hat. Aber was ich eben besonders interessant finde, sind eben, und das fasziniert mich so an der Geschichte für deinen Film, sind eben die
die alltäglichen Momente, die man eben eigentlich nicht so im politischen Kontext erzählt. Das finde ich eigentlich das Interessante. Also ich glaube, die politische Ebene, das Grundsätzliche, da habe ich so das Gefühl, damit kann man sich schon beschäftigt haben. Aber die Tatsache, dass man immer noch, also als Westdeutscher, immer noch neue Geschichten erfährt und immer noch andere Blickweisen auf bestimmte Phänomene erfährt. Und gerade was so alltägliche Bereiche wie Design zum Beispiel auch betrifft, was ja sozusagen in so politischen Diskussionen überhaupt nicht vorkommt normalerweise, ja, wirklich faszinierend. Christoph, du hast ja beschrieben über diesen Besuch bei Dieter Rahms auch so einige Elemente, also auch in Objektform, die Teil dieser Alltagsästhetik der BRD waren. Und du hast ja gesagt, als die dann rüberschwappte oder zur Verfügung stand, hat sie dich überhaupt nicht interessiert oder war dir viel zu viel und zu laut. Trotzdem würde es mich nochmal interessieren, Christoph, was waren denn so bestimmte Dinge, die für dich wirklich diesen Geist der BRD verkörpert haben, und die auch das positiv verkörpert haben, ja, wo man sagen könnte, das ist doch etwas, was eigentlich es verdient, auch weiterzuleben in der Erinnerung an diese Zeit. Ja, das Interessante ist, du hast es vorhin schon mal angesprochen, das ist natürlich oder angedeutet, dass die Bundesrepublik, also die hat sich ja selber überhaupt nicht als cool empfunden. Null. Mhm. Also wenn du als Westdeutscher in den 80er Jahren im Ausland warst, dann hat man es eigentlich als Kompliment empfunden, wenn jemand, also bei mir war es zum Beispiel so, manchmal haben mich Leute für einen Engländer gehalten, manchmal haben mich Leute für einen Skandinavier gehalten. Und das war eigentlich immer okay. Es ist total interessant, weil es ja sowas von verschwunden ist. Weil es immer noch natürlich diese historische, sozusagen die historische Last, sozusagen, wo man ja selber praktisch nachgeboren war, auf einem gelastet ist oder der Blick auf einen. 1990 in England zur Schule gegangen. Und das erste Erlebnis, was ich da hatte, also im Jahr der Wiedervereinigung, war, dass ich im Geschichtsunterricht saß, in der zweiten Woche. Es regnete Januar, ich werde es nicht vergessen, und ein älterer Geschichtslehrer kam, der damals aus der Pension zurückgeholt worden war. Und der sagte irgendwie, "Sir, someone told me there's a German student in class." Und ich dachte schon, oh Gott, jetzt redet er wirklich über mich. Bin schon so ein bisschen nervös geworden. "Young man, would you please stand up and tell us why we shouldn't be afraid of a reunified Germany?" Und das passiert ja als 15-, 16-Jähriger, dass du dich plötzlich für dein Land eigentlich entschuldigen sollst. Die Botschaft war ja, wir haben eigentlich Angst vor euch, vor einem wiedervereinigten Deutschland. Also solche Erlebnisse hattest du ja, wenn du sozusagen in der Bundesrepublik aufgewachsen warst. Und deswegen ist es eben besonders, das Beispiel Dieter Rahms ist für mich besonders deshalb so eindrücklich, weil es so alltäglich war. Also mein Großvater, ich erinnere mich als Kind, mein Großvater hatte halt einen braunen Rasierapparat. Ganz selbstverständlich. Mein Vater hatte auch einen braunen Rasierapparat. Ja? Und ich habe eben, heute wohne ich auch mit ein, zwei Dieter Rahms Entwürfen und habe so ein Sofa von ihm und ein Bücherregal und fühle mich damit wohl. Also das ist natürlich eine ganz klare Fortsetzung eines Designs oder einer Ästhetik, in der ich unbewusst aufgewachsen bin. Elrun, gab es bei euch in der DDR auch solche Objekte oder Entwürfe, die bekannt waren? Also klar, der Trabi war sicherlich ein Objekt, was sehr präsent war, aber es gab ja viele andere Autos noch. Oder was würdest du sagen, wenn du auf diese materielle Kultur guckst, der DDR, was ist dir in Erinnerung geblieben? Vor allem die Abgrenzung. Also es war eigentlich so, dass das, was bei euch sich prägend entwickeln konnte, war bei uns nicht so, jedenfalls nicht in der Welt, aus der ich komme, weil es immer darum ging, sich vom Osten abzugrenzen. Also alles war Plastik, alles war hässlich, alles war irgendwie, ging immer kaputt. Und man hat dann versucht, die Sachen aus dem Westen zu kriegen oder irgendwie selbst zu bauen, zu improvisieren oder viel mit Antiquitäten und sowas aufgewachsen, was dann irgendwie, ne, so von der Uroma und so weiter.
Und was ich ganz interessant finde, ist, dass dadurch, glaube ich, auch nicht so, so diese vermeintliche Einheitlichkeit, die es durch diese Neubauten und so natürlich durchaus gab, ist aber nur eine Seite, sondern ansonsten ist es viel Improvisation, also ähnlich wie ich es auch vorhin mit den Häusern beschrieb, ja, also oder zum Beispiel Autos, also niemals wären wir einen Trabant gefahren. Wir hatten am Anfang einen Sachsenring. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das P240. Ich weiß sogar noch die Autonummer. Der muss natürlich auch jetzt in meinem Film mitspielen. Ja? Also ein grandioses Auto. Und was auch immer sehr viel hergemacht hat. Also es ging immer darum, anders sich abzuheben von diesem ostdeutschen Nief und von dieser Kleinbürgerlichkeit und diesem schmutzigen, entsetzlichen Scheiß Osten war unser Lieblingsbegriff. Alles war, wenn es schlecht war, war immer der Scheiß Osten. Und was ich aber ganz interessant finde, weil du das auch gesagt hast, Christoph, mit dieser historischen Last, ja, das kam bei dir jetzt gerade zu Wort. Also ich habe die zum Beispiel überhaupt nicht so empfunden. Ich bin gar nicht so aufgewachsen, sondern bei uns war es so, die alten Nazis waren sowieso alle im Westen. Klar, es gibt ja keine Nazis im Osten, oder? Richtig. Also ich bin in dem vollen Bewusstsein aufgewachsen. Alle Nazis sind Gott sei Dank im Westen. Und Staubsauger so rübergezogen worden. Genau. Aus magischen Gründen gibt es da so eine Ansammlung von Nazis und wir haben ja Glück. Also das hat, muss ich wirklich sagen, dieser Brainwash hat bei mir funktioniert und dann bin ich ja dann später eben auch in einer jüdischen Familie groß geworden, wo wir viel Partys gefeiert haben und viele jüdische Freunde, das auch waren aus der ganzen Welt. Und dadurch habe ich das Gefühl der historischen Last nie so empfunden persönlich. Ich habe ein Bewusstsein dafür. Also ich interessiere mich bis heute für die Zeit und filmisch und in jeglicher Hinsicht und so, weil mich immer die Frage fasziniert. Es gab einen ganz fantastischen Dokumentarfilm eines russischen, habe ich, glaube ich, euch schon mal empfohlen. Ich weiß nicht genau. Der gewöhnliche Faschismus von Michail Rom aus den 50er Jahren. Also diese Frage, wie kann ein Individuum, wie können Individuen in so eine gleichgeschaltete Situation kommen? Aber das Gefühl der historischen Last, das habe ich nicht, dieses Gefühl. Und was das Design betrifft, sagtest du vorhin, Matthias, das stimmt mit diesem zu laut. Also nach dem Fall der Mauer kamen wir so in diese Kaufhäuser und es war alles zu viel und zu laut. Aber es war plötzlich, es entlud sich so, weil es so viel war. Also wenn man im Osten dann irgendwas aus dem Westen hatte, dann wurde das gepflegt und aufgeholt und so. Und plötzlich war das so viel. Und das war ist bis heute mir, das strengt mich an. Und was du sagtest, Christoph, das ging uns natürlich auch so. Wir wollten Dinge aus dem Westen haben, darüber haben wir uns sehr gefreut. Aber ästhetisch haben wir nach Amerika geguckt. Wir haben nicht in die Bundesrepublik geguckt. Also wir haben, und das war dann eben auch, also deswegen beginnt mein Film auch in Amerika und endet dort, weil das Ziel war und der Sehnsuchtsort von Freiheit. Everything is possible. Wie habt ihr denn geschaut auf solche Beispiele, wie beispielsweise die Platte oder die Karl-Marx-Allee, also diese Äußerungen in der Architektur der offiziellen DDR oder dem Wunsch, Wohnraum für viele Menschen zu schaffen? War das für euch sozusagen das Horrorbild, da will man nie landen, dagegen muss man angehen? Also das ist ganz interessant, dass du das beschreibst, weil in der Tat hat man diese Orte gemieden. Also ich habe relativ früh mit 18 eine Wohnung bekommen in Marzahn, die habe ich sofort getauscht, sofort, gegen eine Prenzlauer Berg Hinterhof mit Außenklo-Wohnung. Und es war grauenvoll. Und für mich, also ich weiß noch, dass ich mal so reingeraten bin, ich habe da vielleicht ein halbes Jahr gewohnt, in so ein Hausfest. Also da kam ich an und es wurde so ein Hausfest gefeiert und dann waren die schon betrunken und dann haben die mich da unten abgegriffen und dann sollte ich bei diesem Hausfest mitfeiern und habe irgendwie versucht, mich aus der Situation herauszufinden. Also das war die Horrorvorstellung. Und interessanterweise ist vieles von dem, wofür die DDR gemacht wurde, mir erst nach dem Fall der Mauer klar geworden, weil ich mich so kategorisch gegen alles gewehrt habe. Ich habe mich gegen alles gewehrt, was DDR war. Ob das Musik war, Filme, teilweise auch die russischen Filme. Ich hatte x-mal die Möglichkeit gehabt, in die Sowjetunion zu fahren, weil ich auf einer Russischschule war. Ich habe mir immer was einfallen lassen, dass ich das nicht muss.
weil ich habe das kategorisch abgelehnt. Ostfilme, alles. Und man hat in der Tat, also wir waren extrem kreativ. Wir haben zum Beispiel, gab es so eine Szene, die viel selbst genäht hat. Wir haben dann aus Bettlaken und Windeln Klamotten genäht, sind an die Ostsee gefahren und haben die auf der Mole in Warnemünde verkauft. Es gingen Schnitte, die gingen so rum. Da hat jeder nachgenäht, so Jacken aus den 80er Jahren, die so cool waren. Und dann hatten wir teilweise beutelweise Geld. Weil wir haben das dann für 100 Ostmark verkauft oder 50 Ostmark oder so, die Leute haben es gekauft. Und dann ist man mit diesem kleinen Beutel mit Geld wieder nach Hause gefahren. Oder wir haben, ich weiß noch, ich habe damals nach einem dieser Schnitte mir eine Lederjacke genäht und damit fast meine Nähmaschine geschrottet. Und die hatte ich dann 90 an in L.A. und die kam extrem gut an. Also ich war auf einer Party, weil ich unbedingt Dennis Hopper kennenlernen wollte, weil Easy Rider war so unser Film, und war auf dieser Celebrity Party mit dieser Jacke. Und die wurde von den Amerikanern, die fanden die alle toll. Und dann dachte ich, gibt's ja nicht, ich komme hier mit meiner Ostjacke an, die finden die toll. Mhm. So, also, wir haben. Hast du Hopper kennengelernt? Ja, aber es war ein bisschen schade, weil ich stand so, weißt du, so richtig wie im Film, ich stand an der Säule, er kam auf mich zu. Und ich sah ihn so und dachte, der Held meiner Jugend, wie oft habe ich das angeguckt, immer wieder Easy Rider. Und kurz bevor er sozusagen auf mich traf, schob sich so eine etwas kleinere, dunkelhaarige Frau zwischen uns, wo sich dann herausstellte, dass das seine neue Ehefrau war. Und das und dann saß neben mir Fonda, Peter Fonda, der saß neben mir. Der andere aus Easy Rider. Richtig. Und den wollte ich aber nicht kennenlernen. Und der saß so neben mir und sprach dann auch mit mir und war so enttäuscht, dass ich dann irgendwann ging und rauchte und diese ganze Sache war vorbei und so war es mit meinem Traum. Das war das ewige Schicksal von Peter Fonda. Das, der gesagt, ich bin auch noch da. Ja, genau. Der Bösewicht. Genau. Also, gibt es denn, Christoph und Elrun, gibt es Dinge oder auch Entwicklungen in den 90er Jahren, wo ihr empfunden habt, da kommen DDR und BRD wirklich zusammen? Also da hat sich etwas gebildet, was in einer positiven Weise das, was aus beiden Ländern zusammengekommen ist, verbunden im Design oder in einer Alltagsästhetik. Ich würde sagen, bei mir hat sich das verbunden in der Partykultur. Also dieses Partyfeiern miteinander, dieses sich begegnen. Ich habe da so schöne, tolle Erinnerungen auch an Leuten aus vollkommen anderen Gegenden, die sich heute nicht mehr in den Prenzlauer Berg wagen würden, weil sie Angst haben, dass sie da abgezogen werden. Also gibt es wirklich noch. Christoph, wie war es bei dir? Interessant, weil Elrun das so gesagt hat, ist für mich absolut auch. Also ich bin ja, wir haben ja schon jetzt so sehr viel über Hessen geredet, wo ich aufgewachsen bin. Und in den 90er Jahren, ich bin da meistens, dann ging es in Richtung Frankfurt, also ich bin so nördlich von Frankfurt aufgewachsen. Aber es gab eben in den 90er Jahren auch einen deutschlandweit bekannten in Kassel, interessanterweise. Der hieß erst Aufschwung Ost. Später wurde er dann in Stammheim umbenannt. Also da kann man jetzt diskutieren, welche historischen Spuren das hinterlassen hat. Interessant. Ja, und das Aufschwung Ost war eben auch so eine leere Fabrikhalle, riesig groß. Und DJs aus der ganzen Welt wurden da eingeflogen. Und ich werde nie vergessen, wie ich dann mal mit einem Mädchen, ich kann jetzt nicht in die Details gehen, das ist eine öffentliche Veranstaltung, aber mit einem Mädchen dann außerhalb der Halle mal, ich sage jetzt mal, auf dem Boden saß und sie plötzlich sagte, ich komme aus Thüringen. Und diese Verbindung sozusagen, also dass sie sagt, ja, wo kommst denn du eigentlich her? Also, ja, ich komme aus Hessen, sie kommt aus Thüringen. Und dann haben wir uns so, mussten wir beide so lachen, weil das natürlich eine ganze, die total natürliche Verbindung war auf der Tanzfläche im Club. Und das war so ein Ort in Kassel, also Kassel hieß ja Zonenrandgebiet, also es lag im sogenannten Zonenrandgebiet, bevor die Mauer gefallen ist, also wirklich am Ende der Bundesrepublik, von der Bundesrepublik aus betrachtet. Und plötzlich lag aber Kassel in der Mitte und lag an einem Ort, wo sozusagen Menschen aus Osten und Westen einfach ganz selbstverständlich zueinander gekommen sind, und zwar nicht, weil sie gedacht haben, wir müssen jetzt hier mal ein Panel machen, um uns über Osten und West auszutauschen, sondern weil es darum ging, ah, Richie Horton legt heute hier auf aus Kanada, den will ich hören. Hm. Und ich glaube, dass diese Technokultur, die Rave-Kultur, nicht zufälligerweise, die ja gar nicht aus Deutschland kommt eigentlich, sondern die Musik kommt aus Amerika, aus Detroit und Chicago, und die Rave-Kultur kommt eigentlich mehr aus England. Hm.
Aber es ist kein Zufall, dass die in den 90er Jahren in Deutschland so groß geworden ist, weil ich glaube, das war so dieses verbindende Element, was eine ganze junge Generation sozusagen zusammengeführt hat, das dann am Ende in diese Love Parade-Klischees geendet ist, aber eigentlich über Jahre hinweg doch irgendwie sehr viel, glaube ich, eine Verbindung hergestellt hat auf so einer sehr emotionalen Ebene. Und wenn man heute in Berlin ist, finde ich, merkt man das ja auch. Also Berlin wird ja, es gibt ja keine Industrie in Berlin. Und wenn man sich heute anschaut, wie ist eigentlich Berlin kulturell oder sozusagen geprägt, dann haben unglaublich viele Leute, die hier heute das, sagen wir mal, das die Berliner Gesellschaft oder so, wenn es die gibt, überprägen, kommen eigentlich aus dem Nachtleben der 90er Jahre. Und ich würde gerne noch ergänzen, weil ich erinnere diese Zeit natürlich auch als eine extreme Zeit in Bezug auf Widersprüche. Also wir dürfen nicht vergessen, das war die Zeit der Treuhand und im Umfeld gab es natürlich die Jammer-Ossis, die weinen, weil ihnen die Arbeit weggenommen wird und die Westmenschen mit ihren furchtbaren Mänteln und diesen Autos, die dann den ganzen Osten platt gemacht haben und diese Verzweiflung auch der Leute, diese Angst, dieses so schlecht behandelt werden und doch eigentlich irgendwie den Westen bewundernd und mit diesem Widerspruch nicht klarkommen und gar nicht wissen, wer man ist. Alles, was man ist, ist plötzlich nichts mehr wert. Also deswegen erinnere ich diese Zeit auch in Bezug auf diese Partykultur, weil das war wie so ein Ausatmen. Nachts ging man tanzen und konnte alles vergessen. Und irgendwie war diese Vorstellung von one country, one people, die konnte man nachts leben. Also mit den Leuten. Und am Tag war dann wieder die Realität da, wo man dachte, okay, ja, also da steht wieder jemand, der kommt bestimmt und sagt, das Haus gehört ihm. So, ab solche historischen Umbrüche haben wir immer was unglaublich Gemeines. Nämlich, wenn du zu alt bist, und das ist ja reiner Zufall sozusagen, dann hast du es einfach sehr schwer. Das war 45 genauso wie 89 aus anderen historischen Bezügen. Ja. Wenn man sich anschaut, die Generation, also unserer Großeltern nach 45, die waren ja alle so jung. Die waren jung genug, um einigermaßen unbelastet in die Bundesrepublik reinzuwachsen. Es gab keine Generation über ihnen, die ihnen was zu sagen hatte. Und deswegen konnte diese Generation, also wie Rudolf Augstein oder Richard von Weizsäcker, die konnten einfach sozusagen losmarschieren. Also die waren jung genug, ja? Also historischerweise, zufälligerweise jung genug. Und das gilt wahrscheinlich für den Umbruch 89, 90 auch. Ja, interessant ist eben, dass gerade dieses bürgerliche Feld, worüber du vorhin auch gesprochen hast, Matteo, ja sozusagen doppelt, dreifach, wie soll ich sagen, beschädigt wurde. Weil im Osten gab es ja offiziell kein Bürgertum, sondern es gab Arbeiter und Bauern und Intelligenz. Und im Westen wurde aber diese Lebensleistung, die auch in so einem stummen Widerstand da bestand, ja, also dass man viel Kultur hat sich ja in Kirchen abgespielt und Konzerten und so weiter, das wurde plötzlich ihnen auch aberkannt, weil es ja offiziell in der DDR nur Täter, Opfer oder Zeitzeugen gab und keine Bürger. So, und dieses sich einordnen, wer bin ich und was bin ich, das wurde 90er Jahre ja bis heute mehr oder weniger, wie soll ich sagen, durcheinander gerüttelt. Ich drücke mich bewusst vorsichtig auf. Und es wurde ja dem Osten im Grunde genommen nur die Nachahmung angeboten. Also ich habe dazu ein sehr spannendes Buch von einem, ich habe es hier, weil ich wusste, ich will das einmal sagen, von Ivan Krastev und Stephen Holmes. Das ist das Buch. Und das beschäftigt sich mit Osteuropa und der Frage, was eigentlich als Identität stiftend dem Osten angeboten wurde. Und sie kommen auf diesen Begriff der Nachahmung. Also sie sagen, es ist eben, es ist so passiert, dass es hieß, ihr müsst irgendwie so gut werden wie wir. Und wenn ihr so gut seid wie wir, dann seid ihr ordentliche Demokraten. Dazu müsst ihr aber noch viel lernen. Und dieses Wording haben ja zum Teil auch ostdeutsche Politiker übernommen oder viele, von denen ich glaube, dass sie auch ganz bewusst getan haben, weil sie wussten, dass sie nur mit so einer Haltung im Gesamtdeutschland politisch erfolgreich sein können. Ja. Und
Und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt, ich sag's mal, sich verändert und wo eben deine Ausstellung, Matteo, auch, finde ich, nochmal diese Zeitenwende beschreibt, der Auseinandersetzung auf Augenhöhe, weil ich das schon als etwas Neues empfinde und vielleicht hat es diese 30 Jahre gebraucht, um jetzt zu den Geschichten zu kommen, von denen du, Christoph, sagst, dass du die gerne hörst. Also wir haben viel zu erzählen. Und auch zu zeigen. Das ist ja, ja. Also dass eben dieses merkwürdige Vorurteil, dass Design und Ästhetik nur im Kapitalismus stattfinden kann. Also das ist ja etwas, womit wir im Westen aufgewachsen sind, mit dieser, das ist ja natürlich Quatsch. Natürlich. Das ist, ich glaube, dieser Perspektivwechsel, der hat etwas mit der Zeit zu tun, die verstrichen ist, mit der Zeit, in der wir heute leben, ja, in der wir natürlich auch erfahren, auch das westliche Modell war nicht die Lösung. Das heißt, wir müssen offener werden, uns Alternativen anzugucken und auch damit, dass wir heute einen anderen Designbegriff haben als vor 40 Jahren. Ja. In den 90er Jahren hat man unter Design Produktdesign verstanden. Da ging es darum, wer hat dieses oder jenes Objekt. Und heute wissen wir, Design bezieht sich auch auf Prozesse, auf Identitäten, ja, also kann sich auch immateriell äußern und das weitet natürlich den Blick. Matteo, darf ich eine Frage stellen an dich, weil du hast dich ja mit der Designgeschichte der beiden Länder beschäftigt. Was war eigentlich für dich, welches Objekt oder gab es irgendein Design oder eine Idee oder einen konkreten Gegenstand, der dich am meisten überrascht hat? Und mich haben viele Gegenstände überrascht. Was mich sehr überrascht hat oder was mich interessiert hat, was wir auch in der Ausstellung zeigen, ist zum Beispiel ein Sessel von Peter Gizzi, einem Designer, der dieses sogenannte Gartenei, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sieht ein bisschen aus wie so ein Lutschdrops. Das war ein Sessel, der wurde sowohl in der BRD als auch in der DDR produziert. Ja? Also ein Objekt, was... Bitte? Kommt in deinem Film vor. Ja, siehst du, da trifft sich das. Also ein Objekt, was genau eigentlich der These unserer Ausstellung entspricht, ja, dass es nicht nur diese klare Trennung gab und dass wir eben nicht diese Objektwelt des Westens und die des Ostens haben, sondern dass es ganz viele und auch bisher weniger bemerkte Verbindungen gab und dass wir auch auf das Verbindende und auf die und auf die Objekte gucken müssen, die eben die Klischees, was war Ost, was war West, was war BRD, DDR, die das hinterfragen oder in Frage stellen, dass wir darauf schauen wollen. Aber dem würde ich mich gerne noch anschließen, weil ich in der Recherche auch eben mit meinen Kollegen, meinen Kreativpartnern auf so eine Reise gegangen bin, weil die natürlich mit ihrem westlichen Blick andere Sachen attraktiv fanden und ich stapelbergeweise auch an Zeug entdeckt habe, wo ich mich einerseits erinnert habe und andererseits dachte, ah, interessant, ich gucke heute ganz anders darauf. Also es gibt zum Beispiel einen Studentenfilm, also so Sachen, die alle verboten waren zu DDR-Zeiten, der beschäftigt sich mit der Husemannstraße. Matteo, du kennst die, ich weiß nicht, Christoph, ob du die auch kennst. Das ist eine zentrale Straße im Prenzlauer Berg und die war zu DDR-Zeiten eine Vorzeigestraße. Und ich habe oft die Geschichte erzählt, dass da Busse gehalten haben und die Leute sind die Straße entlang gegangen. Und irgendwann fühlte ich mich selber wie so eine Geschichtenerzählerin, die nicht mehr weiß, ob das stimmt oder nicht, was sie erzählt. Und dann finde ich so einen Film, so einen Kurzfilm, und es ist wirklich zum Kaputt, es ist ein ganz tolles Zeitdokument, weil du siehst eine Reiseführerin und in der Tat diese Busse und diese Massen an Menschen, die in dieser kurzen Straße einmal so einen Crashkurs von sozialistischer Indoktrination bekommen und so. Und dann gibt es, was ganz toll ist, haben die Studenten also ein Geschwisterpaar interviewt und haben die gefragt, wie das denn so ist, wenn da immer diese Leute kommen. Und dann machen die in diesem herrlichen Berlinerisch, sagen die dann irgendwie so, ja, das finden wir total scheiße. Und wenn die mal kicken würden, wie das wirklich bei uns aussieht und willst du mal kicken, wie das aussieht? Und dann gehen die mit dem Kamerateam in den Hinterhof. Da fällt das alles zusammen. Ja? Also vorne hast du dann so total lustig so einen Scherenschleifer und irgendwie so eine Kutschenfahrtstopp oder so. Und das sind alles Potemkinsche Dörfer, das gibt es alles nicht. Und das ist natürlich für mich als Filmemacherin und Geschichtenerzählerin, das ist einfach großartig. Hier merkt man übrigens den kulturellen sprachlichen Unterschied. Ich hätte nämlich Potemkinsche Dörfer gesagt. Was habe ich gesagt? Potjomkinsch. Ja. Potjomkinsch, ja. Interessant. Das ist so interessant. Das war sehr, sehr schön, mit euch zu sprechen. Ich fand es hochinteressant und unglaublich bereichernd. Ja. Ich
solche Gespräche sind das eigentlich, die wir mit der Ausstellung in Gang setzen wollen und die wir hier vor Publikum führen, aber ja, die wir uns auch unter unseren Besuchern wünschen. Die Ausstellung wird ja sowohl hier im Vitra Design Museum im alleräußersten südwestlichen Zipfel der früheren BRD gezeigt und dann ab Herbst diesen Jahres im Kunstgewerbemuseum in Dresden. Also das war uns auch wichtig, dass zwei Institutionen aus Ost und West zusammenarbeiten. Ging auch gar nicht anders, weil wir die Sammlungen brauchten, um daraus die Ausstellung zu machen. Und ja, herzlichen Dank an euch beide, Erwin Götte und Christoph Arment, für das tolle Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke.